herzlich willkommen zur Buchtaufe. Es handelt sich nicht um irgendein Buch, nein, es handelt sich um das neueste Werk von Christoph Sutter, genannt Stöss. Und dabei ist es bereits der Name des Dichters, der eine Unverschämtheit ist. Es gibt so schöne Namen, so angenehm auszusprechen wie Rainer Maria Rilke, Ludwig Uhland, Frau Bachmann oder Goethe. Aber dieser Mann ist für mich fast unaussprechlich. Stöss Sutter. Und das Werk ist eine Gemeinheit obendrauf. Sammelversium. Man hätte es einfach Weltallkompakt nennen können. Aber ich habe Sie schon verstanden, mein lieber Freund Sutter. Nun, was will uns der Dichter mit diesem Werk sagen? Ist er nicht ganz dicht? Doch. Er schert sich einen Dreck um fachkundliche Beurteilung oder hochkarätige Rezension. Sonst hätte er ja nicht mich ausgegraben, auserwählt. Aber sicher kann man eines Herrn Sutter nicht nachsagen. Mangelnden Humor. Nein, der Schalk lacht ihm förmlich aus dem Nacken. Er schreit einem geradezu ins Gesicht. So kennt die Unverfrorenheit dieses Wortmenschen keine Grenzen. Nicht, dass er mich mit den Namen und Werk provoziert, nein, die martialischen Seitenhiebe sind sogar in den Titel der Gedichte versteckt. Die Verse haben nicht etwa Titel wie Abendrot oder Morgenstund, nein, es sind Worte wie Genuss, Genießen oder Zweisamkeit. Danke, Herr Sutter. Aber nun will ich versuchen, etwas Positives zu finden, meine Damen und Herren, in diesem neuen Werk. Es ist insgesamt gelungen, einfach und doch geschmacklos. Gut, ich mag voreingenommen sein, aber vielleicht hat mein Kollege, der Rexer, ja noch etwas Positives anzumerken. Ich übergebe mich, Herr Sutter. Danke, Herr Reich-Ranitzky. Wir sind aus solchem Stoff, aus dem die Träume sind, und unser kurzes Leben ist eingebettet in einen langen Schlaf. Wir sind heute hier versammelt zur Taufe. Manche Menschen und Kirchen verstehen die Taufe als einen Ritus, der die Reinigung von religiös definierter Schuld, Sünde oder Erbsünde beinhaltet und in der Folge die persönliche Erfahrung einer Gottesnähe ermöglicht. Nun, deine Taufe, lieber Stöff, oder besser deines Werkes, hat dir schon mal die Nähe des Göttis eingebracht. Leider nicht so nah und persönlich, wie ich sie dir gerne dargeboten hätte. Während jetzt ich hier zu dir spreche, ja, liegt der echte Rexer ganz kleinlaut irgendwo in einem Bettchen bei Grießbrei und Tee. Aber dank modernster Technik ist es mir möglich, und dank Müller, dir diese kurze Grußbotschaft fast live zu übermitteln. Zu deiner Person und deinem Werk wurde vielleicht schon so manches Wort gesagt. Aber als ich gestern in unserem gemeinsamen Swingerclub in Salmsach in der Herrensauna saß, da sprachen wir alle über dich. Und über deinen echten, guten Charakter, der dich ausmacht. Du bist ein Beobachter, ein Denker, ein Fühler und Wortfinder oder Erfinder. Ich halte dich für einen anständigen Menschen und soliden Künstler. Du bist einer von denen, wenn sie durch St. Pauli in Hamburg gehen und eine heiße Blondine fragt, na Süßer, willst du mit mir schlafen? Da würdest du sicher sagen, nein danke, ich bin nicht müde. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Stöff, du bist das Original. Und ich hatte erst mal Mühe, deinen Namen auszusprechen und sagte Stöff. Du sagtest dann nur ganz in deiner Art prägnant Stöff. Ich erinnere mich, wie ich dich vor einigen Jahren kennenlernen durfte bei einem Anlass der Reha-Klinik Zielschlacht. Ein Herr, der uns beide kannte, sagte nur, na da treffen sich ja die zwei Richtigen. Dein Schaffen und Können durfte ich dann später bei einem Anlass zu einer privaten Feier wieder auf einem Berg kennenlernen. Und ich sage das ganz, ganz ehrlich, deine Kunst, deine Art ist so ganz anders als meine.
und doch fühle ich mich dir sehr verwandt. Du liebst Worte und fühlst, ja, füllst deine Wortgebilde, du kittest, verbindest, verleimst, verreimst sie mit Gefühl. Bin ich doch oft skeptisch gegenüber Teilzeitkünstlern, wie ich das schon mal formulierte, so habe ich mit dir einen Menschen gefunden, der Kunst und seinen wirklich sinnvollen Beruf auf sehr natürliche Art authentisch lebt und erlebt. Ja, erlebbar macht. Was ich sehe, ist ein kleiner Junge. Ich sehe das Leuchten in deinen Augen, wenn du einen Vers vorträgst, wenn du einen Adventenreim entstehen, gebären siehst. Deine Augen leuchten, wenn du mir jetzt zuhörst. Und diese bubenhafte, kindliche Art macht dich einfach so saumäßig sympathisch. Ich sagte dir mal, wenn ich einen Auftritt nicht wahrnehmen kann, ich weiß nicht, wen könnte ich anstatt meiner schicken. Wenn die Leute einen spontanen Comedian möchten, einen Menschen, der Worte verdreht. Mit dir habe ich bisher den einzigen Künstler gefunden, den ich von ganzem Herzen schon empfohlen habe und weiterempfehlen werde. Du liebst die Kunst. Nein, die Worte, die Situation, das Leben eben, du lässt sie tanzen, fühlst sie, erlebst, ja, du machst erleben, wie ich schon sagte. Du verwandelst Augenblicke, Begebenheiten und das ganz Alltägliche, Zeile um Zeile, Vers um Vers. Man kann in deinen Worten so viel erleben, hören, fühlen, sich erinnern und geradezu ersaufen. Und das ist schön. Weißt du, welcher mir am besten gefällt, Steff? Du weißt es. Genuss. 5 Minuten Augen schließen, 5 Minuten an die Sonne, 5 Minuten nur genießen. Dann kommt, vom Genuss braucht es keine Tonne. Einen Augenblick lang schweben, einen Augenblick voll Feuer. Jeden Augenblick erleben, dann kommt der Genuss nicht teuer. Einen kleinen Happen essen, 1, 2 Gläser roten Weins, einen Atemzug vergessen. Was ist meins und was ist deins? Sinkt die Sonne in der Ferne rötlich aus gehabtem Tage, zeigt sie uns Genuss im Kerne, ist nicht Preis- oder Mengenfrage. Deine Worte sind echt, Steff. Du bist es und es macht Freude, mit dir einfach zu leben und Zeit zu verbringen. Ich gratuliere einem wahren Menschen und vollen Künstler aus tiefster Seele zum gelungenen Werke. Dein Freund, dir verbunden, Florian Rexer. Zu einer Taufe gehört eine Taufhandlung. So lasset uns jetzt Wasser in Wein verwandeln, wie es schon Christus tat. Lasset uns handeln. Ich glaube an euch und an die Schweiz, auf Latein Credi Suisse. Geht hin in Frieden. Aldi Swiss.